Hallo, mein Name ist Sabine und in den nächsten Videos will ich dir erklären, wie die Photosynthese funktioniert. Damit du verstehst, warum dich deine Lehrer mit Begriffen wie Calvin-Zyklus, NADP und Photophosphorylierung quälen, gibt's erstmal etwas Allgemeines zur Photosynthese und ihrer Bedeutung für unser Leben. Photosynthese bezeichnet den Prozess, bei dem die Pflanze aus 6 Kohlenstoffdioxid und 6 mal Wasser, Glucose und 6 mal Sauerstoff bildet. Die Gleichung, die du hier siehst, ist wirklich wichtig und du musst sie wirklich drauf haben, weil sie in so gut wie jeder Arbeit abgefragt wird. Synthese ist das Fachwort für Bildungsprozess oder Herstellung. Und da die Energie für die Bildung von Glucose aus dem Sonnenlicht stammt, heißt diese Synthese eben Photosynthese. Soweit, so gut. Von der Photosynthese hängt das komplette pflanzliche, tierische und menschliche Leben auf dem Planeten Erde ab. Glucose ist der Grundbaustein, aus dem zunächst Stoffe wie zum Beispiel Fructose, Saccharose. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.